Im Alter von 13 Jahren habe ich erleben können, wie neben dem elterlichen Haus ein Kino entstand. Ich wollte in diesem Kino irgendetwas tun, was auch meine Anerkennung brachte. Und so habe ich dann als kleiner 13-jähriger Schüler mitgeholfen, die damaligen Sitze im Kino aufzustellen und zu montieren. Kino überhaupt war eigentlich sekundär. Primär war, dass mein Kino nebenan war. Das heißt, ich konnte eigentlich in Hausschuhen ins Kino gehen. Und es war für mich sowas von interessant, dass ich damals eigentlich schon ein bisschen kinosüchtig war. Heute kehre ich nun nach 45 Jahren an die Stelle zurück, in der ich damals so oft ins Kino gegangen bin. Ich fand das nie ungewöhnlich, aufzuwachsen mit Eltern, die ein Kino haben. Das fand ich immer ziemlich normal. Ich habe das erst gemerkt, dass das was Besonderes sein könnte, als ich in die Schule gekommen bin und die anderen Kinder gesagt haben, boah, die fanden das super. Nach dem Krieg war ja in ganz Dortmund sowieso kein großer Saal mehr. Die waren ja alle kaputt und da war der einzige große Saal noch hier in Applerbeck und das war der Postkutschensaal. Da sagte einer, Mensch, muss ein Kino machen, das ist doch die Idee heute. Damals war das Hotel so und das Kino so. Dieses Kino sollte das modernste und neueste werden. Und wir überlegten, wie kann es denn nun heißen? Und dann zeichnete sich immer mehr heraus, dass das Wort Film und anschließend Bühne entstand. Und so wurde aus der damaligen Bühne die neue Filmbühne. Hallo, wir haben eine Karte, bitte. 6,50 Euro. Ja. Ach du meine Güte. Nichts verändert. Wie früher. Aber die Sitze sind anders. Ach Gott, die Leinwand ist auch größer. Aber sonst unmöglich. Ja, das Vorstadtkino war damals das Event der Leute. Es gab fast kein Fernseher. Es gab einfach nur eine Unterhaltung an einem Wochenende, an einem Abend. Und man ging halt ins Kino. Und dazu gehörten natürlich die Leute, die auch den Eintritt bezahlen konnten. Und die Jugendlichen hatten nicht so viel Geld früher. Und deswegen war auch die Auswahl der Filme eben auf dieses Publikum zugeschnitten. Und die hatten aufgrund der Kriegserfahrung, wollten die heile Welt sehen. Die wollten Liebesromanzen erleben. Und das war eben die Zeit für dieses Kino. Dann kamen doch diese Filme, die Aufklärungsfilme. Ja. Ja, wie hieß denn der? Oswald Kolle, ja. Ja. Und der klärte ja die Menschen auf, wie sie sich beim, dass Sex etwas Normales war. Und das war ja früher überhaupt keine Rede davon. Ne? Dann kamen dann manchmal Leute da rein, da habe ich Karte abgerissen. Die Frau, die ging ganz so gebückt. Der Mann kam auf Stock. Und ich riss die Karten ab, sagt er, Mädchen, guck nicht so. Wir wollen wissen, was wir versäumt haben. Dort ist das Küchenfenster. Da habe ich mit den Eltern gewohnt. Und hier unten ist das Fenster des Vorführraums. Und von dort konnte ich den Ton des Films dort oben hören. So hatte ich dann das Oberlicht geöffnet und hatte diesen Hörkontakt. Und meine Mutter sagte manchmal, nun ist es aber genug, was ist denn das überhaupt für ein Film? Und ich sagte schon, dass sogenannte Liebesfilme oder wie man es heute sagt, Erotikfilme, gar nicht interessant waren. Da war zu wenig Action vom Gehör her. Und Action vom Gehör war eben nur bei diesen Wildwestfilmen. Da war Pferdegetrampel, da wurde geschossen, da war das Geheul der Indianer. Und das war alles sehr spannend. Und wenn dann ein Schuss fiel, wusste ich natürlich nicht,
war nun mein Lieblingsschauspieler getroffen. Und wenn dann 2 Minuten später seine Stimme wieder zu hören war, dann war ich sicher erlebt. In der Zwischenzeit ist das ja natürlich ein bisschen, wo man sich das nicht mehr vorstellen könnte, dass man nur vom Kino leben sollte. Und früher hat mein Mann immer gesagt, ach, das ist Quatsch. Also das Kino ist mein Hobby. Ja. Ja, aber das Hobby war hinterher nicht mehr, rentierte sich nicht mehr. Da ich in Dortmund beschäftigt war, habe ich dann irgendwann gehört, dass das Kino hier geschlossen war. Und dann bin ich zu Frau Mehring gegangen und wollte eigentlich, weil ich ein Sammler bin, die alten Kinomaschinen übernehmen. Sie hat aber dann leider gesagt, nein, geht nicht. Sie hätte jemanden, der das Kino pachten möchte. Und deswegen müssen die Maschinen drin bleiben. So nach ein paar Wochen rief sie mich dann an, dass das eben nicht geklappt hat. Und jetzt könnten wir mal darüber sprechen. Und während des Gespräches ist dann da rausgekommen, ob ich das Kino nicht übernehmen möchte. Hab dann die ganze Zeit hin und her überlegt und hab ihr dann Ja gesagt. Früher war das ein großer Kampf. Also es war ja immer so, dass die Uraufführungstheater in der Innenstadt waren. Die kriegten die Filme zuerst. Und dann nannte man das die zweite, dritte, vierte Welle. In der zweiten Welle bekamen dann die Außenbezirke die besseren Kinos, die also guten Umsatz machten, kriegten dann die Filme. Und dann ging es immer weiter bis zu den schlechteren Kinos. Der Reiz des damaligen war, man hatte bestimmte Idole und sagte, so wie der oder wie die aussieht, möchte ich auch aussehen. Sowas möchte ich auch machen. Und das war der Reiz. Und der Reiz eben, dass in diesen Film oder in dieses Kino ja fast alle Freunde und Freundinnen kamen. Ich denke, dass das hier funktioniert, nicht einfach. Die Kunden sind sehr treu. Wir machen abwechslungsreiches Kino hier, bieten also gutes Programm. Dann der ganze Flair hier von dem 50er-Jahre-Stil plus der neuesten Technik. Ich glaube, das ist das, was die Leute auch wollen.